Findus ist die Heimat für den technologieorientierten industriellen Mittelstand. Was bedeutet das? Also wir sind der erste Ansprechpartner, wenn es um Nachfolgeregelungen geht. Ja, also sind wir das sozusagen die erste Beteiligungsgesellschaft, die dann angesprochen wird, wenn es darum geht, ein Lebenswerk zu erhalten und Unternehmen zu übernehmen, die eine industrielle Technologie oder technologische Wertschöpfungskette abdecken. Ja, das wirtschaftliche Umfeld, einmal hier zusammengefasst, also durchaus eher ein, ja, vielleicht ein trübes Bild mit leichten Aufwärtstendenzen. Wenn man sich jetzt mal den IFO-Geschäftsklimaindex anguckt, der eigentlich eher stabil ist, bleibt trotzdem Deutschland hinter internationalen Wachstumszahlen zurück. Ein Zuhörer vergleicht sie mit der Beteiligungsgesellschaft Mutares. Die würde angeblich besser performen. Jetzt ist die Frage, setzt Indus denn auf die falschen Nischen? Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Heute gibt es mal wieder eine unserer genialen Unternehmenspräsentationen, Deep Dive, ein Unternehmen ausführlich kennenlernen. Zu Beginn haben wir immer eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann kommt die Q&A-Session, interaktiv, lebendig, und ihr könnt hier auch lebendig mitmachen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, unseren Kanal abonniert und natürlich fleißig mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung zu dem Unternehmen wissen und abonniert unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen dann gerne auch mal live mit dabei sein und auch Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video. Jetzt führe ich Sie einmal durch, die Präsentation. Und zwar fange ich erst einmal an mit der Indus-DNA, mit dem Parcours-Update. Parcours Perform ist die Indus-Strategie. Und werde dann auch noch was zu den Zahlen sagen. Erstmal zum Geschäftsjahr 2023, zu Q1 und dann noch etwas zur Prognose. Ja, was ist Indus? Indus ist die Heimat für den technologieorientierten industriellen Mittelstand. Was bedeutet das? Also wir sind der erste Ansprechpartner, wenn es um Nachfolgeregelungen geht. Ja, also sind wir das sozusagen die erste Beteiligungsgesellschaft, die dann angesprochen wird, wenn es darum geht, ein Lebenswerk zu erhalten und Unternehmen zu übernehmen, die eine industrielle Technologie oder technologische Wertschöpfungskette abdecken. Im Gegensatz zu diesem klassischen Private Equity Bild, wo es oft kaufen, halten und verkaufen heißt es bei uns kaufen, halten und entwickeln. Das heißt, die Wertschöpfung bei Indus besteht daraus, Unternehmen weiterzuentwickeln. Da werde ich später darauf eingehen. Wir haben fünf Säulen, auf denen die, also vier Säulen eigentlich, auf denen die Strategie aufbaut, die den Unternehmen gewissen Werkzeugkasten gibt, um sich im Bereich Innovation, im Bereich operative Exzellenz und Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Also das heißt, wir erweitern den Handlungsrahmen und stärken das Netzwerk. Ja. Und was noch wichtig ist, dass diese Unternehmen eine Nische bedienen. Ja, dass das ein Unternehmen ist, was eine besondere Nische innerhalb der industriellen Wertschöpfungskette bedient. Und mit dem Mittelstand gestalten wir Zukunft, bedeutet, dass wir uns an den Megatrends orientieren, auf die ich wahrscheinlich später noch eingehen werde, und in diesen Bereichen dann Unternehmen übernehmen. Was heißt Indus innerhalb des ganzen Systems? Oder ja, das heißt eigentlich, was für einen Wert schafft Indus für die Stakeholder? Ja, da gibt es zum einen oben links Portfoliounternehmen, dann gibt es rechts oben Aktionäre und veräußernde Unternehmer. Fangen wir mal an. Für die Portfoliounternehmen habe ich das gerade erläutert, dass wir einen gesicherten Rahmen bieten, um Impulse für die Weiterentwicklung zu setzen. Und für Aktionäre, vielleicht einige von Ihnen schon oder möchten in Indus investieren, investieren Sie in ein gemanagtes Portfolio technologieorientierter Industrieunternehmen, in die Sie wahrscheinlich so nicht investieren könnten. Nachhaltigkeit ist ein Teil der Indus Parcours-Perform-Strategie und schon immer in der Indus-DNA enthalten gewesen. Das heißt, wir dadurch, dass wir Lebenswerke erhalten wollen und weiterentwickeln, sehen wir uns sowieso als nachhaltiges Mitglied der Gesellschaft. Veräußernde Unternehmer, habe ich vorher schon gesagt, wir sind ein verlässlicher Partner für die Unternehmen, die eben nach einer Nachfolgeregelung suchen.
Nachhaltig handeln gibt es ja, ja einige externe Ratings, die das auch beurteilen, wie nachhaltig man denn aufgestellt ist, S&P, ISS. Und da sind wir durchaus ehrgeizig und befüllen auch die Daten und haben hier zum 9. Mal einen Spitzenplatz in Folge belegt, also C-Plus Prime Status Ranking. Kann man auch durchaus als gute Voraussetzung für einen unseren ESG-gebundenen Schuldschein sehen, den wir letztes Jahr oder sozusagen jedes Jahr neu ausgeben. Das ist eigentlich so der Indus-Kern, die Indus-DNA. Also ich denke, das ist so in Kürze, hat es ganz gut zusammengefasst. Also kaufen, halten, entwickeln, Nachfolgeregelung, Übernahme technologieorientierter mittelständischer Unternehmen, ja, die wichtig in einer Nische agieren, was ich schon bereits gesagt habe. Parcours, genau. Ich hatte vier Säulen erwähnt, also Portfoliostruktur stärken, Innovation treiben, Leistung steigern und nachhaltig handeln. Leistung steigern lässt sich eigentlich in zwei Säulen auch noch aufteilen oder auch Unterpunkte, operative Exzellenz und Marktexzellenz. Und jede einzelne dieser Säulen wird nach der neuen Segmentstruktur von einem Vorstand belegt. Das heißt zum Beispiel Portfoliostruktur stärken von Herrn Dr. Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden, aber im Zusammenhang auch mit den anderen Vorstandskollegen. Innovation treiben durch den Vorstand Dr. Großmann, Leistung steigern durch Herrn Meyer und nachhaltig handeln auch durch Herrn Dr. Großmann. Portfoliostruktur stärken, das ist ja die Wertschöpfung von Indus besteht daraus, ja, Unternehmen zu kaufen und weiterzuentwickeln. Und da haben wir uns für dieses Jahr 70 Millionen reserviert und in diesem Jahr aber schon 3 Akquisitionen getätigt. Das heißt, bis zu 20 Millionen ausgeben, nicht ganz, also etwas darunter. Das müssen Sie abwarten, bis wir den Q2-Bericht veröffentlichen. Aber im Q1 können Sie davon schon etwas sehen. Die M&A-Pipeline ist sehr gut gefüllt, also laut dem Vorstandsvorsitzenden so gut wie nie gefüllt. Also es ist viel Bewegung und wir sind durchaus positiv, dass da in nächster Zeit eine Pressemeldung veröffentlicht wird zu attraktiven Zielen in Zukunftsfeldern wie Infrastrukturnetzen, Automatisierung oder Energietechnik. Vielleicht noch dazu, viele haben vielleicht schon die Webseite gesehen, also Indus kauft keine Restrukturierungsfälle, sondern hochprofitable Unternehmen, die möglichst keine Schulden haben, Umsatz zwischen 20 und 100 Millionen und die auch möglichst Cash generieren. Jetzt gibt es zwei Akquisitionen. Einmal die Wachstumsakquisition und Ergänzungsakquisition. Was heißt das? Wachstumsakquisition, das ist der Erwerb direkt durch die Indus auf erster Ebene. Und die Ergänzungsakquisitionen, da werde ich später noch ein paar Beispiele nennen, sind die Akquisitionen auf der Ebene der einzelnen Tochterunternehmen. Das heißt, dadurch stärkt sich sozusagen die Produktpalette, die Wertschöpfungskette oder auch ein gewisser Markteintritt in gewisse Länder. Das kann man jetzt hier sehr schön sehen. Also es geht jetzt einmal hier um die Horn Group, die schon länger im Indus-Portfolio ist und die sich auf Betankungs- und Werkstattlösungen fokussiert. Und da haben wir uns circa 66 Millionen Umsatz macht. Und die hergestellten Produkte werden unter den Namen Flaco PCL und Tecalemit verbreitet. Und es fing an, dass wir zunächst ein 50-50 Joint Venture eingegangen sind und die verbleibenden 15% jetzt vollständig übernommen wurden. Ja, das dient zum einen der Erweiterung des Portfolios der Horn Group. Und wenn wir jetzt auf die nächste Folie schauen, gab es noch eine weitere Erweiterung für Horn. Und zwar war das die Coulson. Das sind Hersteller von Industriearmaturen für Mess- und Regeltechnik, also eine komplementäre Produktpalette. Und hier sieht man dann einmal so die Umsatzergänzung. Ja, ich werde da jetzt nicht in Detail eingehen, aber man sieht, dass man dadurch natürlich den Umsatz und die Produktpalette erweitern konnte. Einmal die Coulson und einmal durch die Tecalemit, die dann durch die Horn Group übernommen wurde. Dann gibt es hier noch ein Beispiel, die Gridcom.
Und zwar dann, das ist eine Akquisition, über die haben wir ja noch nicht so viel gesprochen, glaube ich. Also es geht einmal um die Hauf-Technik. Also Hauf macht ungefähr 93 Millionen Umsatz und sind für innovative Dichtungssysteme für Kabel und Rohre bekannt, also sozusagen Hauseinführungen. Und die Gridcom ist spezialisiert auf Fiber-to-the-Home-Lösungen. Jetzt passt das natürlich sehr gut zusammen, ja, und deswegen haben wir da die restlichen Anteile an der Gridcom erworben. Genau. Jetzt haben wir jetzt das erste Thema Portfoliostruktur stärken. Über das haben wir jetzt bereits gesprochen. Jetzt gehen wir mal weiter zu dem Thema Innovation treiben. Jetzt habe ich hier ein aktuelles Thema herausgearbeitet. Das geht um künstliche Intelligenz. Wir nennen das KI-Sprint, in dem auch Kooperationen mit wissenschaftlichen Einrichtungen wie Universitäten oder wie jetzt mit dem Fraunhofer-Institut gefördert werden. Also jetzt oben ständige Weiterbildung, Datenwissenschaft entmystifiziert, dass man den, ja, dass man den Beteiligungen die Möglichkeit gibt, das Potenzial zu identifizieren. Und gleichzeitig werden diese Projekte durch unsere Innovationsförderbank finanziert, teilweise. Also das heißt Innovationsförderbank, das ist einfach eine institutionalisierte Einheit, also sozusagen ein Kollege, der die Anträge der Beteiligung für innovative Projekte beurteilt, die auf Vorstandsebene ausgewertet werden. Und wir haben uns eben vorgenommen, 3% des EBITs für innovative Projekte zu reservieren. Können sich ja nochmal anschauen, aber das ist sozusagen der erste Schritt in Richtung KI. Und wenn Sie unsere Pressemeldungen ein bisschen beobachtet haben, haben wir zuletzt über die Gestalt Robotics Akquisition gesprochen. Können wir später auch nochmal darauf eingehen, können Sie mir gerne auch nochmal Fragen dazu stellen. Genau, das ist, was ich eben erwähnt habe. Wir haben diese Innovationsförderbank, mit der wir ungefähr 3% des Konzern-EBITs für Innovationen bereitstellen und rund 40% der Portfoliounternehmen erhalten Mittel von der Innovationsförderbank. Genau, Gestalt Robotics, das ist, ja, das ist eine, interessanterweise eine Akquisition, die besonders viel Aufmerksamkeit erhalten hat, wahrscheinlich durch das Wort KI. Können sich ja einfach mal die Webseite anschauen. Also ist im Bereich, kann im Bereich der intelligenten Automatisierung eingesetzt werden und macht AI-gestützte Bildverarbeitung und intelligente Robotik, ist jetzt aber nicht dafür gedacht, nur die Unternehmen innerhalb des Indus-Portfolios zu unterstützen, sondern externe Umsätze zu generieren. Genau, jetzt kommen wir zu der Säule Leistung steigern. Was sieht man hier auf dem Chart? Man versucht, das strategische Potenzial und das finanzielle Potenzial der Beteiligung zu optimieren. Was natürlich heißt, zum einen versucht man, in die Märkte einzutreten, die besonders attraktiv sind, und zum anderen versucht man, die Leistung zu steigern, indem man ja, Kosten reduziert oder Lean-Methoden anwendet und sozusagen auf der Holding-Ebene dann das dann ins EBIT oder in einen positiven Effekt im EBIT mündet. Dann die letzte Säule, nachhaltig handeln. Einmal illustriert, was heißt das? Tatsächlich sind die Energieeffizienzmaßnahmen institutionalisiert oder das ganze Thema nachhaltig handeln ist institutionalisiert durch durch eine Position oder eine Nachhaltigkeitsverantwortliche, die auch zum einen die Potenziale in den Beteiligungen erkennt und auch für das Reporting verantwortlich ist. Und durch die Indus Nachhaltigkeitsförderbank bringen wir natürlich noch die weitere Förderung der Reduzierung der Emissionsintensität auf den Weg. Man muss einfach nur mal schauen, wir haben bis 36% reduziert von 2022 auf 2023.
Genau, das Thema Internationalisierung steht so über den Säulen. Das lässt sich jetzt nicht so zuordnen. Da kann man einmal nur so einen Blick drauf werfen auf die einzelnen Beteiligungen. Aurora, die haben einen Ausbau einer Produktionsstätte in den USA vorgenommen und kümmern sich um Heizklimasysteme und Komponente, die damit zusammenhängen. H&S ist vielleicht auch interessant, das kennt jeder von Ihnen, die Maschinen machen für diese im Lebensmittelbereich für die Kartonpackung mit einem durchsichtigen Fenster. Ja, und im Bereich Nachhaltigkeit ist da natürlich ein großer Treiber im Markt vorhanden. Bei M. Braun, das kennen Sie wahrscheinlich eher weniger, das sind dann in Erdgas-Glovebox-Systeme, die in der Forschung und in der Industrie eingesetzt werden. Und Vulkan macht Mittel zur Oberflächenoptimierung. Das erzähle ich jetzt sehr vereinfacht. Also wenn Sie jetzt einfach ein iPad kennen, und das hat ja eine sehr, sehr glatte Oberfläche hinten, das muss ja irgendwie optimiert werden oder mit einem gewissen Material behandelt werden, damit das eben so aussieht. Können Sie sich ja einmal angucken, die Beteiligung. Wir haben auch eine tolle Beteiligungsbroschüre auf der Webseite in Deutsch und Englisch. Und dann können Sie sich die Standorte sowie den Umsatz einmal anschauen. Hier noch einmal, was machen wir im Bereich Internationalisierung, Aufbau und Stärkung des Netzwerks? Wir bieten auch die Dinge an wie Rechts- und Unterstützungsfunktionen und natürlich Erweiterung des Footprints, genau. Jetzt kommen wir zu den Zahlen. Ich würde einfach mal einen Überblick über die Größenordnung Indus geben. Also Geschäftsjahr 2023, ungefähr 1,8 Milliarden Umsatz. EBIT-Marge liegt bei 8%, Free Cashflow bei fast 200 Millionen. Dividendenrendite von 5,4%. Nettoverschuldung durch EBITDA liegt bei 2 Jahren. Also das war Free Cashflow vielleicht einschränkend. Das war durch einen besonderen Working Capital-Effekt. Das wird jetzt in 2024 nicht in dieser Größenordnung sein, aber unsere Guidance sagt ungefähr über 110 Millionen. Jetzt gehen wir mal auf das erste Quartal ein. Also da war definitiv die konjunkturelle Schwäche deutlich spürbar, trotzdem innerhalb der Erwartungen. Das liegt innerhalb der Zyklizität bei Indus, dass man, also wenn man sich die Quartale anguckt, dass Q4 oder also das Q3 stärker sind als Q1 und Q2. Und das, wir haben auch in den Präsentationen eine sequentielle Übersicht. Da sehen Sie schon, dass das Q1 meistens das schwächste Quartal ist. 9% war der Umsatzrückgang und dementsprechend ist die EBIT-Marge auch gesunken auf 6,5% durch Engineering und Materials. Im Bereich Infrastructure sind wir soweit, also haben wir so den Eindruck, dass da so der Tiefpunkt erreicht ist und dass da sind wir, da ist das EBIT eigentlich gestiegen jetzt also ist das EBIT gestiegen in Q1. Free Cashflow, da müssen Sie einen Sondereffekt einrechnen, den es im Vorjahr gab aufgrund eines Verkaufs einer Immobilie. Und wenn Sie den eliminieren, ist der Free Cashflow eigentlich über des Vorjahres. Und die restlichen Punkte vielleicht etwas qualitativ. 3 Akquisitionen haben wir getätigt in dem ersten Quartal. Unsere Eigenkapitalquote ist stabil. Und für diejenigen, die sich die Pressemeldungen angeschaut haben, wir haben in diesem Jahr ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, 1,1 Millionen Aktien zum Stückpreis von 23 Euro zurückgekauft. Und auch am 14. Mai oder bestätigen jetzt hiermit nochmal die Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Genau, also ein schwaches erstes Quartal innerhalb der Erwartungen und die Prognose wird bestätigt. Jetzt, wie baut sich das Ganze zusammen? Haben wir gerade darüber gesprochen. Minus 9% Umsatzrückgang, also minus 40% EBIT-Rückgang. Und das bereinigte EBITDA, das ist eine relativ neue Kennzahl, die wir zum Verständnis der Wertschöpfung ich habe nur gerade auf den Chat geguckt, Entschuldigung. Als bereinigte EBITDA haben wir neu eingeführt, damit das Verständnis
Für die Kennzahl EBIT steigt, weil da natürlich die PPA-Abschreibungen drin sind, die durch die Akquisitionen entstehen. Ja, das muss man, kann ich gerne, wenn jemand sich stärker dafür interessiert, in der Q&A beantworten. Aber bereinigen sozusagen das EBIT um die PPA-Abschreibung, die aufgrund von Akquisitionen entstehen und die sich dann irgendwann eliminieren und haben deshalb diese bereinigte Kennzahl eingeführt. Entwicklung des Free Cashflows hatte ich bereits erwähnt. Und jetzt können wir uns nochmal die Segmente genauer angucken. Wir haben ja für die, die letztes Jahr zugehört haben oder länger mal nicht, wir haben drei Segmente jetzt bei Indus: Engineering, Infrastructure und Materials. Und wir haben 16 Unternehmen im Segment Engineering. Und die Bereiche, die das umfassen, sind Automatisierung, Montagetechnik, Fluidtechnik, Fördertechnik, Maschinen- und Gerätebau, Mess- und Überwachungstechnik und Prozesstechnik. Also wenn man jetzt nochmal überlegt, wie baut sich das zusammen und wie hat sich Engineering entwickelt im ersten Quartal, ja, der Umsatzrückgang ist auf das eingetrübte Geschäft oder auf den Rückgang des Auftragseingangs in Q4 des letzten Jahres zurückzuführen, deswegen auf den Umsatz, ist der Umsatz zurückgegangen Q1 2024 und aufgrund dieses Produktmixes hat sich das natürlich auch negativ auf das EBIT ausgewirkt. Positiv herauszuheben eben die Akquisition von Gestalt Automation oder Gestalt Robotics, genau. Aktueller Industrietrend, das ist der Trend, der damals galt zu Q1, also zum 14. Mai. Inzwischen hat man ja neue VDMA-Zahlen veröffentlicht, die kamen vor einer Woche raus, wo tatsächlich von einer Belebung im zweiten Halbjahr oder im zweiten Quartal schon gesprochen wird. Und das sehen wir eigentlich auch, dass jetzt der ja, dass der April oder wird das ist eigentlich besser wird im zweiten Quartal als im ersten, genau. Engineering, wenn man jetzt nochmal darauf eingeht, auf was ich vorhin sagte, also Rückgang des Umsatzes, entsprechender Rückgang der Marge und das EBITDA. Wie sieht das fürs Gesamtjahr aus? Also wir rechnen im Gesamtjahr mit einem leicht steigenden Umsatz. Das EBIT sinkt und die EBIT-Marge wird zwischen 8 bis 10% sein. Jetzt haben wir hier nochmal eine Beteiligung, die M. Braun, die ungefähr 100 Millionen Umsatz macht und 1976 gegründet wurde für den Erdarzt Glovebox-Systeme und 400 Mitarbeiter weltweit hat. Also sehen Sie sozusagen diese Entwicklungsphase, die Indus mit M. Braun dann eben übernommen hat, sowie die Internationalisierung, Verlagerung in ein großes Werk in China und Aufbau eines Werks in den USA. Jetzt kommen wir zum Bereich Infrastructure. Auch hier ein sehr diversifiziertes Bild. Also können wir uns ja mal anschauen. Die Virus macht Fenster, Rahmen. Auch im Bereich Renovierung, so im Bereich Neubau. Aurora habe ich eben erklärt, das im Bereich Klimasystem oder Klimatechnik für Fahrzeuge. Hauf macht Hauseinführungen. Und Remco unter anderem auch, ja, also insgesamt müssen Sie sich das Portfolio ja sehr diversifiziert vorstellen. Und die gehen rund um die Themen Megatrends, die wir identifiziert haben, Mobilität, Urbanisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Und die Zukunftsthemen, so wie wir diese Beteiligung weiterentwickeln wollen, sind Infrastrukturnetze, Bauwerke und Energieeffizienz. Also das sind sozusagen die 14 Unternehmen, die wir im Segment haben. Und was wir oft gefragt werden, wie weit hat oder welche Treiber spielen da eine Rolle, welche Marktdaten sollte man sich angucken? Eigentlich hat das nicht so viel mit dem Baumarkt oder mit dem tatsächlich mit der Bauindustrie zu tun, weil es doch sehr diversifiziert ist, vielleicht eher mit dem Baugenehmigung oder wie viel ist Renovierung oder wie viel ist Neubau, da kann man schon einiges daraus ableiten oder können wir später auch noch darauf eingehen. Genau, dann wie hat sich die Infrastructure im ersten Quartal entwickelt? Also der sinkende Umsatz betrifft hauptsächlich die Zulieferbereiche des Hausbaus und Beteiligungen, die Wärmepumpen produzieren
Und das operative Ergebnis ist angestiegen. Aufgrund einer Restrukturierung einer Beteiligung hatten wir hier eine positive Entwicklung. Genau. Und die Investitionen, ich hatte eben schon über die Gridcom gesprochen, die sind da eben enthalten. Also die, der Erwerb der restlichen Anteile. Auch hier wieder rechts der aktuelle Industrietrend zu Q1. Stimmung im Baugewerbe ist stabil und leichte Verbesserung der Geschäftslage, aber Rückgang der Geschäftserwartung. Hier spielt natürlich auch immer etwas das Zinsumfeld eine Rolle. Hier nochmal auf einen Blick, wie sieht das aus? Hatte ich gerade erwähnt, Umsatz, EBIT, aber der Blick nach vorne zählt. Also Umsatz erwarten wir leicht steigend, das EBIT stark steigend, EBIT-Marge zwischen 10% und 12%. Also eine solide Entwicklung eigentlich trotz gedämpfter Baukonjunktur. Jetzt haben wir hier auch nochmal einen Internationalisierungs-Case gezeigt. Aurora, hatte ich ja schon eben erwähnt, hat den Umsatzanteil von 44% auf 59% gesteigert und Wärmepumpenlösungen für E-Bus-Anwendungen spielen immer mehr oder spielen eine wichtige Rolle. Materials, auch ein sehr diversifiziertes Segment. Die, die Indus kennen, wissen, dass hier auch die früheren Unternehmen des Bereichs Medizintechnik enthalten sind, sprich eine, zum Beispiel eine Hakama oder eine Mikrob oder eine Raguse und eben dann aber auch die anderen Unternehmen wie eine Betec, die zum Beispiel oder eine Vulcan, die im Bereich Materialverarbeitung präsent ist. Megatrends, die da eine große Rolle spielen, sind Nachhaltigkeit, Mobilität und Urbanisierung, Demografie und Gesundheit. Und die Zukunftsthemen basieren dann auf industrielle Materialienverarbeitung, Kreislaufwirtschaft und Recycling sowie Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie. Im Bereich Materials ist die EBIT- und EBIT-Marge gestiegen. Nichtsdestotrotz, also der Umsatz ist zurückgegangen. Das ist aber wichtig, das gesamte Jahr vielleicht noch einmal über das gesamte Jahr zu sprechen. Wenn Sie das jetzt sehen, also wir gehen jetzt trotzdem für das Gesamtjahr von einem sinkenden EBIT aus und von einer EBIT-Marge zwischen 7% und 9%, weil im letzten Jahr hatte man vielleicht ja keine Normalisierung zwischen den Umsatzanstiegen, die man als Unternehmen durchsetzen konnte, und den Materialpreisen, was sich jetzt eher normalisiert. Und dadurch sieht man dann durchaus auch einen negativen Effekt in der im EBIT oder in der EBIT-Marge. Hier ist nochmal ein Beispiel der Simon Group. Die müssen Sie sich mal anschauen auf der Website. Das ist Marktführer für Rundschaftsmeißel, Straßenfräsen. Und da spielt das Thema, KI eine große Rolle und natürlich auch Recycling von Materialien oder wie man Schrott sozusagen wiederverwendet. Jetzt kommen wir auch schon zur Prognose. Das wirtschaftliche Umfeld, einmal hier zusammengefasst, also durchaus eher ein, ja, vielleicht ein trübes Bild mit leichten Aufwärtstendenzen. Wenn man sich jetzt den IFO-Geschäftsklimaindex anguckt, der eigentlich eher stabil ist, bleibt trotzdem Deutschland hinter internationalen Wachstumszahlen zurück. Prognose für die Segmente hatten wir eben schon besprochen. Da würde ich jetzt nicht noch einmal darauf eingehen, können Sie dann in der Präsentation nochmal nachgucken. Und insgesamt addiert sich das auf wie folgt. Das heißt, leichte Umsatzsteigerung in 2024, ein EBIT zwischen 145 und 165, also eher stabil. Und Analysten rechnen ungefähr 153 Millionen EBIT. EBIT-Marge zwischen 7,5% und 8,5%. Und berechnet mit einem Free Cashflow von über 110 Millionen. Ich hatte schon den Working Capital Effekt erwähnt im Vorjahr und rechne mit 2 weiteren Akquisitionen, obwohl wir 3 schon getätigt haben, rechnen wir noch mit 2. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, damit ist eigentlich CapEx gemeint, ja, sind 65 bis 85 Millionen, ein bisschen höher als im Vorjahr. Und wir sind weiterhin ehrgeizig bezüglich der Reduzierung und der CO2-Emissionen um mindestens 6%. Dann noch ein paar Bilanzkennzahlen, Eigenkapitalquote etwas höher als im
vorher also um rund 39% und in der Nettoverschuldung immer noch innerhalb des Korridors zwischen 2 und 2,5 bei 2,3 Jahren. Working Capital, leicht gehen wir von leicht steigenden Entwicklungen aus. Jetzt nochmal das Ganze zusammenzufassen. Parcours Perform fügt sich in 6 Ziele. Also das starke Portfolio, das durch Megatrends bestimmt wird. Wir haben eben schon mal über KI, Automatisierung und Recycling und ähnliche Buzzwords gesprochen, die sich dann auch in der Weiterentwicklung der einzelnen Beteiligungen widerspiegeln sollen. Umsatz über 2 Milliarden Euro durch organisches Wachstum und organisches Wachstum. Also EBIT-Marge über 10% und Free Cashflow über 110 Millionen Euro. Regelmäßige Dividendenzahlung, wichtiger Punkt, Indus hat noch nie keine Dividende gezahlt. Also wir zahlen immer Dividende und hatten dieses Jahr, also letztes Jahr 2023, eine Dividendenrendite von 5,4%. Gut, das ist natürlich auch durch den Aktienrückkauf, also rechnerisch durch den Aktienrückkauf natürlich geprägt. Und zusätzlich möchten wir unsere nachhaltigen Portfolioaktivitäten oder das möchten wir unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten professionalisieren, was wir sowieso müssen aufgrund der Richtlinien, aber dass alle Portfolioaktivitäten einer messbaren Nachhaltigkeitsagenda folgen. Genau, aktuelle Aktionärsstruktur ist auch noch wichtig. Aufgrund des Aktienrückkaufprogramms sehen Sie jetzt eigene Aktien der Gesellschaft. Was wichtig ist, Protector ist ein relativ neuer Investor. Das ist eine Versicherung aus Norwegen, die jetzt 5,4% an Indus hält. Das ist ein kurzer Abriss gewesen durch die Indus. Und ich freue mich sehr auf Ihre Fragen. Und hoffe, dass Sie auch im Nachgang vielleicht ein paar Fragen haben, die Sie mir gerne auf investor.relations@indus.de stellen können. Gut, vielen Dank für die Präsentation. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Frau Sanac, Sie können mich hören? Gut, dann passt das. Dann würde ich sagen, steigen wir in die Q&A-Runde, in die Fragenrunde ein. Nochmal ein kurzer Hinweis, wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne rechts unten in den Chat eingeben. Da ist so ein kleiner Pfeil, wenn Sie den drücken, schicken Sie die vorher eingetippte Nachricht dann ab. Wir können die dann lesen. Ich werde die Fragen dann stellen und ja, Frau Sanac wird dann die entsprechende Antwort hoffentlich liefern. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal mit einer Frage ein, die finde ich auch sehr interessant. Sie haben die Q1-Ergebnisse jetzt kurz erwähnt. Wenn man sich die Guidance anschaut für 2024, was EBIT angeht, wie wollen Sie denn das auf Jahressicht noch erreichen? Wenn man sich Q1 anschaut, dann haben Sie deutlich weniger als ein Viertel der Guidance bisher erzielt. Ist das Geschäft so saisonal oder was macht Sie denn so optimistisch, dass man die Guidance noch erreichen wird? Ja, also die Prognose wird ja auf den Planung der einzelnen Beteiligungen aufgesetzt und dass der Forecast-Prozess, der folgt ja dreimal im Jahr. Und jetzt muss man vielleicht zwischen den einzelnen Segmenten unterscheiden, dass man im Engineering-Bereich den größten Weitblick hat und dass man da auch von einem Auftragsbestand reden kann. Und dass wir da durchaus zuversichtlich sind, dass es wesentlich dynamischer wird im zweiten und dritten oder beziehungsweise Richtung Ende des Jahres. Dann Infrastructure hatten wir bereits erwähnt. Da sehen wir jetzt eigentlich, dass da auch eine gewisse Stabilisierung in diesem Bereich stattfindet und dass sich da ja vielleicht durchaus sieht man Effekte durch den reduzierten oder durch den undynamischen Wohnungsmarkt. Sieht man da durchaus auch einen Effekt im Portfolio, der aber nicht entscheidend ist, weil, wie ich ja vorhin sagte, dass das Segment Infrastructure doch sehr diversifiziert ist. Und im Bereich Materials haben wir schon einkalkuliert, dass es das durchaus eine negative Entwicklung geben wird, das EBIT oder beziehungsweise im Vergleich zum Vorjahr. Also um das zusammenzufassen, das sind diese Saisonalitäten, mit denen wir gerechnet haben, ganz wichtig. Also wir haben mit dem Q1, so wie es ist, gerechnet und jetzt kann ich jetzt nicht dafür für die Analysten sprechen, aber da gab es ja auch einen Konsensus und
Das wurde eben dann auch so einkalkuliert, ja, genau. Dann zur Dividende gab es eine Frage. Sie haben die Dividende von 80 Cent auf 1,20 Euro erhöht zum Vorjahr heuer. Da gab es die Frage, waren da irgendwelche Sonderfaktoren, zum Beispiel ein Immobilienverkauf, enthalten im Ergebnis und im Cashflow, sodass sie sich für diese deutliche Dividendenanhöhung ausgesprochen haben? Oder was war denn der Hintergrund? Ja, die bessere operative Entwicklung. Also das ist der Punkt, dass wir sagen, wir wollen ungefähr bis zu 50% des Jahresüberschusses des Einzelabschlusses, des Einzelabschlusses an die Aktionäre ausschütten. Und aus diesem Grunde haben wir uns dieses Jahr für 1,20 Euro entschieden. Und jetzt muss man mal zum Legen, also 2024 kann ich nicht sagen, aber auch hier verweise ich an die Analysten-Forecast, die ja auch durchaus plausible Prognosen geben. Also Hintergrund ist einfach die operative Entwicklung, ja. Okay, also keine Sondererträge, die quasi. Nein. Gut. Vielleicht von mehr als Anmerkung, ich habe vorher kurz nachgeschaut, ich glaube, die Ausschüttungsquote lag auch um die 40%, ein bisschen drunter. Da ist dann eigentlich auch noch Spielraum, wenn man das operative Ergebnis reinbetrachtet. Kann man ja nicht gucken. Ich gucke mal, wer wir sprechen. Dann, was machen wir denn als nächstes? Aktienrückkäufe, wenn wir schon beim Thema Dividende, Börse sind. Sie haben ja, glaube ich, im Februar, wenn ich mich recht erinnere, ein Aktienrückkaufprogramm eingestellt und halten jetzt rund 4%, glaube ich, vom Grundkapital selber. Ist denn da eine Wiederholung denkbar oder gibt es da eine Planung dazu, dass man nochmal ein Aktienrückkaufprogramm startet? Also das ist jetzt, also wenn man sich die Indus-Historie anschaut, ist es ja zum ersten Mal, dass Indus ein Aktienrückkaufprogramm genutzt hat und auch aufgrund der guten Cash-Position, dass man sich auch überlegt hat, warum macht man Aktienrückkäufe, weil man die eigene Aktie als gutes Investment ansieht. So war es auch bei Indus. Jetzt die Frage, dass das jetzt jedes Jahr passiert. Vielleicht hat ja der ein oder andere bei der Hauptversammlung auch zugehört. Also das gehört jetzt nicht zur Indus-DNA, dieses Thema Aktienrückkauf. Aber es wird durchaus vielleicht nochmal hier und da begutachtet, ja, dass man sich das nochmal regelmäßig anschaut. Ist durchaus ein Punkt, aber es ist jetzt nicht in die Kapitalallokationsagenda fest aufgenommen worden, ja. Okay, also möglich, aber nicht sicher. Haben Sie ausgedrückt, ja. Gut. Dann weiter eine Frage. Ein Zuhörer vergleicht Sie mit der Beteiligungsgesellschaft Mutares. Die würde angeblich besser performen. Jetzt ist die Frage, setzt Indus denn auf die falschen Nischen? Beziehungsweise, ich glaube, das ist natürlich schwer zu beantworten. Aber wie schnell vielleicht dieser Punkt, glaube ich, das ist durchaus eine interessante Frage, wie schnell könnte denn Indus auf andere Zweige, also weg vom Produktionsunternehmen, wechseln quasi? Wäre das möglich mit dem aktuellen Management oder haben Sie sich schon mal so gedacht, dass Sie mehr diversifizieren oder wie wird das bei Indus angesehen? Also Mutares hat ja ein anderes Geschäftsmodell als Indus. Das ist ja durchaus mehr auf das Thema Restrukturierung ausgelegt. Und wir haben ja sozusagen auch eine unserer Automobilzulieferer veräußert, ja. Und da können Sie mal gucken, da gibt es auch eine Pressemeldung dazu. Da hat sich Mutares zum Beispiel auch dafür interessiert und dann das Unternehmen dann eben übernommen, ja. Setzen wir auf die falschen Nischen? Also ich kann nicht für Mutares sprechen, aber ich weiß auch nicht, was falsche Nischen heißt. Nein, also der Hintergrund ist ja, dass wir auf Unternehmen setzen, die eine industrielle Wertschöpfung haben, eine technische industrielle Wertschöpfung.
Und dass man ein Free Cashflow von 100 Millionen im Jahr produziert, eine Dividendenrendite von über 3%, Umsatzsteigerung, ja, muss man gucken, organisch, anorganisch im hohen einstelligen Bereich, als wenn man jetzt einen CAGR nimmt, das sind ja gute Zahlen. Wenn Sie jetzt sich die Aktienkursentwicklung angucken der letzten 5 Jahre, kann man das nicht verleugnen, dass wahrscheinlich Mutares eine bessere Aktienkursentwicklung hatte. Was aber damit zusammenhängt, an der öffentlichen Wahrnehmung der Indus und Fokus auf Automobilserienzulieferer. Das war sehr lange verankert in der Equity Story oder was macht Indus? Wir hatten früher ein Automobilsegment, sodass man dann auch gesehen hat, dass der Aktienkurs darunter gelitten hat. Jetzt kann man sich den Aktienkurs mal seit Januar anschauen oder seit dem Aktienrückkaufprogramm und in die Richtung, in die er geht, und das ist eher erfreulich. Ja, also wenn sich auch die Analysten-Forecasts angucken, die sind bei mindestens 40% Upside-Potential. Und ja, das ist ja gar nicht schlecht. Ja. Also was ich, um die Frage jetzt klar zu beantworten, also ich habe ja einmal die operativen Kennzahlen herausgearbeitet, die ich von Mutares jetzt so nicht kenne. Zum Zweiten erwähnt, dass wir diese Beteiligung Automobilzulieferer seltsam an Mutares veräußert haben. Und drittens, dass ich über die Kursentwicklung gesprochen habe, die durchaus bei Mutares besser sein könnte als bei Indus, wenn Sie jetzt 5 Jahre vergleichen. Aber den Grund dafür habe ich ja auch genannt. Genau. Okay, gut. Dann, ich glaube, eine Frage passt da ganz gut rein. Wie sehen Sie denn den Standort Deutschland? Also Standort D ist ja die Frage, ich gehe mal davon aus, wie Sie den Standort Deutschland einschätzen. Da steht ja, vor allem zuletzt stand er wegen den hohen Energiepreisen und der Bürokratie durchaus in der Kritik. Ich glaube, da die Rede von Herrn Weimer, glaube ich, heißt er, wegen HVB-Vorstand, jetzigen deutschen Börsevorstand. Wie sieht denn Indus das? Sind Sie da zufrieden oder sehen Sie da Wettbewerbsnachteile jetzt gegenüber ausländischen Mitbewerbern? Also, wenn ich dem Vorstand richtig zuhöre, sieht er da keine Weltuntergangsstimmung, ja, die vermittelt wird. Also durchaus ist die Unzufriedenheit groß, spiegelt sich ja auch in dem, oder andersrum, das Wirtschaftswachstum ist gedämpft und ja, die Gesellschaft ist vielleicht auch geprägt durch einen gewissen Pessimismus. Der Standort bleibt aber Deutschland, ja, also der deutschsprachige Europaraum, sprich Österreich und die Schweiz. Durchaus gibt es Herausforderungen, die sich stellen im Moment, Energiepreise, Personalkosten. Aber es gibt jetzt keine Restrukturierungsprogramme, die jetzt langfristig ausgerichtet sind, weil wir ja natürlich denken oder weil wir überzeugt sind, dass die Wirtschaft sich wieder erholt und wir dann dieses Personal dann auch brauchen. So, und jetzt ist die Frage, wie sieht man die Indus? Ja, also es täuscht auch, dass wahrscheinlich entsteht der Eindruck, dass der größte Umsatzanteil in Deutschland generiert wird. Trotzdem wird 50% außerhalb Deutschlands generiert. Also das Thema Internationalisierung hatte ich ja auch noch eingangs oder in der Mitte meines Vortrages erwähnt, spielt eine große Rolle, dass man den Beteiligten die Möglichkeit gibt, auch speziell in die USA zu treten und dass sie da diesen Markt auch ausschöpfen können. Aber jetzt reine Krisenstimmung, dass jetzt Deutschland als Wirtschaftsstandort völlig unerheblich wird und dass man jetzt sagt, man fokussiert sich jetzt darauf, oder Produktionsketten ins Ausland zu verlagern und aus Effizienzgründen ja, vielleicht auch Wertschöpfung zu verändern, das ist nicht der Fall. Also wir sind schon sehr international, ja, also Umsatz, es gibt manche Unternehmen, die haben größten Teil ihres Umsatzes, den sie im Ausland generieren. Und andere sind dann vielleicht eher Deutschland fokussiert. Aber auch geografisch diversifiziert ist die Indus. Also, genau. Dann kam die Frage rein, wie steht man denn zum Engagement in China? Ich denke, das ist damit ausgeschlossen, oder? Wenn ich Sie jetzt richtig verfolgt habe, also dass Entschuldigung, man beteiligt an Unternehmen in China wird. wie stehen wir zu? Entschuldigung, ich habe es nicht gehört. Beim Engagement in China, also dass man ein chinesisches Beteiligungsunternehmen mit ins Portfolio aufnehmen würde. Wie Ach, ein sehen Sie das? chinesisches Beteiligungsunternehmen. Das ist. Also eine Beteiligung an chinesischen Unternehmen, denke ich mal, ist damit Ah, gemeint. okay, eine Beteiligung an chinesischen Unternehmen. Ja, es gibt durchaus so Möglichkeiten nach Local for Local. Also, das heißt, wenn eine Beteiligung sich einen Vertriebsstandort aufbauen möchte, dass sie dann durchaus da vielleicht mit einem Partner zusammenarbeitet, aber dass wir jetzt
den chinesischen Markt aktiv werden. Nein, also nochmal, die Expertise ist wirklich dieser deutschsprachige, technologieorientierte Mittelstand, der nischenaktiv ist. Und da ist Indus Experte. Okay, also auf Deutsch, Ihre Beteiligungsunternehmen entscheiden quasi selber, wo sie hingehen. Wenn ein Unternehmen meint, es muss einen Standort in China haben, dann ist das durchaus denkbar. Aber Sie selber werden jetzt keinen chinesischen Solarproduzenten oder sonstiges erwerben. Aber auch so bedingt. Also natürlich ist es auch immer eine, also Beteiligung kommen selten darauf, dass sie dann selber sagen, okay, das heißt, sie kommen selber, also es ist schwierig als Beteiligung ohne, ja, einfach im Ausland zu expandieren, ohne jetzt vielleicht auf das Netzwerk der Indus zurückzugreifen. Also das ist jetzt nicht so, das wird jetzt nicht einfach so ausprobiert, sondern das wird dann wirklich strukturiert mit der Indus und der Holding abgesprochen, ja. Mhm. Dann ist die Frage, wenn sich bei bestimmten Branchen oder Unternehmen Trend nachhaltig negativ verfestigen sollte, werden Sie dann schneller reagieren als bei dem Automobilzulieferer? Also wie ist denn intern quasi das Controlling? Ab wann entscheidet man denn, ob man sich von einer Beteiligung trennt oder nicht? Ja, das ist definitiv, da gab es Learnings, wie man so schön sagt, aus dem Verkauf der Automobilserienzulieferer. Wir haben jetzt zum Beispiel die Imeco, ein Unternehmen aus dem Bereich, früheren Bereich Medizintechnik, stillgelegt. Also wenn sozusagen der Werkzeugkasten der Indus nicht mehr ausreicht und wenn es anfängt, Wert zu verbrennen, dann muss man sich durchaus überlegen, ob man da sich von einem Unternehmen trennt. Aber nichtsdestotrotz ist es kein Teil der Wertschöpfung, Unternehmen zu verkaufen. Ja. Okay. Gut, ich glaube, das ist klar, hat man verstanden. Dann gibt es eine Obergrenze bei der Anzahl der Beteiligungen, die Sie eingehen wollen. Ja, also die haben wir jetzt so nicht definiert, aber es ist mal eine Zahl gefallen, 60, aber das ist nur gefallen aufgrund der Verteilung der Vorstandsressorts und man muss sich ja dann irgendwann überlegen, mit welcher Aufmerksamkeit werden die Beteiligungen geführt. Ja, also das kommt tatsächlich auf die Struktur der Indus an, ja. Wie groß ist der Vorstand? Wie weitet man die Kontrolle aus? Aber es gibt jetzt kein Ziel, wir wollen 100 Beteiligungen ins Portfolio aufnehmen, sondern es richtet sich eher nach der Umsatzgröße, ja. Also die Organisationsstruktur müsste angepasst werden, wenn wir jetzt mehr als 60 Unternehmen im Portfolio hätten. Dann, in welchen Ihrer Portfoliounternehmen sehen Sie denn überdurchschnittliche Wachstumspotenziale in den nächsten Jahren? Gibt es dann Favoriten oder? Ich versuche mal nicht so, also wir vermeiden es, über einzelne Beteiligungen zu sprechen, weil das ist ja das Gesamtkonzept, das Sie verstehen sollen, der Diversifizierung. Aber wir können ja mal einzelne rauspicken, die wir zuletzt erworben haben. Das hilft vielleicht. Die JST zum Beispiel macht ja Komplettlösungen für die Einrichtung von Leitstand, Leitwarten, Leitstellen. Das heißt, das Überwachung von Verkehrssystemen oder von Wertschöpfungsketten in der Industrie. Und die macht im Moment, also 2023, hat den Geschäftsrichter auf den 16 Millionen Umsatz und da sehen wir durchaus Wachstum. Ja, das ist auch in dem Thema Megatrends natürlich auch verankert. Jetzt kann man mal durch das Thema Infrastructure gehen, können sich ja mal anschauen, was da so die Treiber sind. Das können zum einen die Treiber sein, wie wachsende Mobilität, Verlegung von Glasfasern sowie Renovierung von Gebäuden. Ja, also das setzt sich eben sehr diversifiziert zusammen. Dann kann man mal, ja, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Sie sich mal die Beteiligung anschauen und vielleicht in welchen Megatrends oder wie da die Megatrends übertragbar sind. Und dann können Sie ungefähr davon ableiten, wie sich die einzelnen Beteiligungen entwickeln. Ja, also Sie können natürlich auch in die Präsentation gucken und sehen ja schon die Umsatzkurven einer Hauf. Oder wir haben auch noch andere Umsatzkurven mal gezeigt in anderen Präsentationen. Da gibt es durchaus große Beteiligungen, die sehr gutes Wachstumspotenzial haben. Zum Beispiel eine
eine BTEC oder eine Simon, auch im Bereich Recycling könnte es da Potenziale geben. Da ist durchaus einiges möglich, ja. Gut, dann andere Unternehmen, auch Beteiligungsgesellschaften, bringen ja hin und wieder mal ihre Töchtergesellschaften, ihre hübschen Tochter an die Börse. Das, denke ich, kann man bei Ihnen ausschließen, oder? Weil Sie haben ja, genau, gemeint, dass der Handel ist nicht so, sondern das Halten ist langfristige. Also, dass einzelne Unternehmen mal an die Börse gebracht werden, ist kein Thema. Okay. Gut. Dann haben wir noch eine Frage, was den Umsatzanteil angeht. Wie viel Prozent des Indus-Umsatzes werden in Europa generiert? Und wie soll sich denn dieser Wert in den nächsten Jahren verändern? Also wie viel Umsatz des 30. Umsatz, denke ich mal, also der Beteiligung. Meine 30, also wir haben das im Geschäftsbericht ausgewiesen. Können wir ruhig die nächste Frage stellen? Ich blättere inzwischen. Ich meine, es sind 30. Ja. Jetzt kommen nochmal einige rein. Wie haben sich denn die M&A-Preise für Indus in den letzten, ja, aktuell entwickelt und in den letzten Jahren, vielleicht wenn man zurückblickt, war das sehr schwankend, wenn man sich den DAX anschaut, der ist ja durchaus durch die Niedrigzinspolitik auf ungeahnte Höhen gestiegen in den letzten Jahren. Wie war es denn bei im M&A-Markt in Ihrem Segment? Also ist das, wie hat sich das entwickelt und wie bewerten Sie das denn aktuell? Also das ist durchaus für uns eine positive Entwicklung, die da stattfindet. Also wenn man sich die EBIT-Multiples anguckt, die wir zahlen möchten, zwischen 6 und 7 mal EBIT, dafür kriegt man schon einiges. Also es hat sich gut für einen Käufer entwickelt und der Markt ist durchaus dynamisch und attraktiv, ja. Mit was hat das zu tun? Weil es mehr Unternehmensnachfolger oder Sucher gibt, also die für Unternehmensnachfolge suchen? Oder was sind denn die Gründe hierfür? Was, wenn man sich die Public Companies anschaut, dann ist ja der Preis eher höher. Ist das bei Ihnen oder warum ist das in dem? Das ist eine gute Frage. Vielleicht zum einen die Direktansprache, dass man das Indus vermehrt direkt angesprochen wird im Bereich Nachfolgeregelung. Zum anderen aber vielleicht auch durch diese neuen Megatrends oder durch die Zukunftsthemen, die wir für uns definiert haben, dass es da einfach einen sehr attraktiven Markt gibt. Und das sind vielleicht so die zwei Hintergründe, ja. Dann eine Frage, die bin ich mir nicht ganz sicher, wie es gemeint war. Wenn ich sie falsch stelle, dann bitte doch mal von ihm Fragensteller bitte ein kurzes Zeichen. Wo sehen Sie denn Indus selber? Sie haben vorher diesen Chart Leistungssteigerung gezeigt. Wo sehen Sie sich denn da? Und hat Indus denn noch das Potenzial, die eigene Leistung zu steigern? Wo sehen Sie das Potenzial? Ich glaube, er meint damit die Indus Holding, also dass man selbst mehr Übernahmen etc. tätigen könnte. Denke ich, glaube das vermute ich jetzt mal, ist nicht auf die Beteiligungsunternehmen. Ja, ich gehe jetzt mal kurz zurück. Wir wollen ja Richtung 10% EBIT-Marge. Wir haben jetzt im Moment ja 8. Dann müssen Sie selber einen Augenblick. Ich muss mal zum Chart zurück. Wo waren wir denn? Ich weiß, was Sie meinen. Eine Sekunde. Entschuldigung. Ja. Irgendwie ist es. Muss sehr weiter vorne sein. Hier, wahrscheinlich meinen Sie das Chart. Genau. Ja, jetzt sind wir bei 8,3%. Wir wollen Richtung 10%. Kann man ja mal als optimale Zukunftsfähigkeit definieren. Dann kurz davor, ja. Also wenn Sie die Skala nehmen, was man jetzt bei 8% ist und dann geht es Richtung 10%. Was muss passieren, damit wir Richtung 10% gehen? Natürlich hat es damit zu tun, sagt man ja so schön, mit der Drop-Through-Rate, wie viel des Umsatzwachstums bleibt im EBIT, ja, also dass man
Viele Unternehmen, die wir akquirieren, haben auch eine EBIT-Marge über 10%, die dann positiv dazu beitragen. Natürlich bei den bestehenden Unternehmen durch operative Exzellenzprogramme dann die EBIT-Marge zu verbessern. Ja. Gut, dann wo machen wir denn weiter? Jetzt ist es ein bisschen durcheinander. Vielleicht die Frage, sind die Megatrends durch politische Entscheidungen oder aus Ihrer Sicht positiv und negativ beeinflussbar? Also durch die Politik? Also Elektromobilität etc., diese ganzen Ernährungsthemen etc. Nein, das bleibt ja, ich mache das gerade mal auf, deswegen gucke ich, nach unten. Wir haben hier noch so eine separate Präsentation, wo das drin steht. Nein, also grundsätzlich die Themen, was sind die Themen? Automatisierung, KI-Bereich, effizientes Recycling, das sind ja Themen, um die Industriewertschöpfung weiterzuentwickeln. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, mit Innovation zu tun, das aber im Moment jetzt nicht durch die durch einen Trend, durch einen politischen Trend geprägt. Ja. Dann nochmal eine Nachfrage zu vorher zum leistungssteigernden Thema. Wann sehen Sie denn die 10%? Wann soll die denn erreicht werden? In wie vielen Jahren? Oder gibt es da eine Planung? Im Geschäftsjahr 2025, ja. Genau, schön. Ja. Dann Aktienrückkauf hatten wir vorher schon. Es stellt sich jemand die Frage, was passiert denn jetzt mit den 4% eigenen Aktien, die Sie jetzt halten? Wollen Sie die einziehen oder verwenden Sie die für Übernahmen oder was gibt es dann im Plan oder eher erstmal nicht? Also nicht einziehen, sondern es könnte möglicherweise sein, dass wir die als, also als Akquisitionswährung nutzen oder eben für Mitarbeiteraktienoptionsprogramme, also Mitarbeiteraktienprogramme. Okay. Gut, dann ein Thema, das viele trifft, die Attraktivität für den Zukunft für morgen. Wie stellen sich denn Ihre Portfoliounternehmen da auf, um für Nachwuchs und Fachkräfte interessant zu sein als Arbeitgeber? Jetzt sind es viele Mittelständler. Können die mit den großen Unternehmen etc. mithalten oder wie ist das, wie ist man da positioniert? Also da kann ich, mit dem Thema habe ich mich jetzt noch nicht so intensiv beschäftigt, aber ich habe jetzt mit einer oder zwei Beteiligungen vielleicht darüber gesprochen und grundsätzlich können sich ja mal die Karte anschauen, sind ja die Unternehmen oft auch in abgelegenen Gebieten. Ja, also ich nenne jetzt mal Eichhalden abgelegen oder Hermaringen und da ist es durchaus für die jungen Leute, die Schulabgänger attraktiv im lokalen Umfeld in einem Unternehmen zu arbeiten und ihre technische Kompetenz da einzusetzen. Ja, was vielleicht schwieriger ist, aber dazu kann ich jetzt so spontan nichts sagen, ist vielleicht eher in anderen Bereichen, vielleicht könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man vielleicht Geschäftsführer oder Menschen, die vielleicht nicht aus dem Raum sind, schwieriger dafür gewinnen kann für abgelegenere Standorte, aber jetzt im Bereich Nachwuchsförderung gibt es ja durch die Einzelbeteiligung auch attraktive Programme und Incentivierungen. Und aber sie müssen sich schon um das Personal kümmern. Also man merkt schon, es ist schwierig, Nachwuchs zu finden, ja. Mhm. Okay. Gut, dann, soweit ich das sehe, sind wir mit den Fragen durch. Jetzt kommt noch weh. Ist es denn grundsätzlich, so eine Frage hatte ich noch nie, da habe ich auch keinen Gang mehr. Ist es grundsätzlich denkbar, auch eine andere Beteiligungsgesellschaft zu übernehmen? Also die Frage, also die habe ich intern auch noch nie so ausgesprochen. Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, wer da jetzt in Frage käme. Aber ja, also es ist wahrscheinlich alles eine Frage der Betrachtung, aber ist jetzt so nicht auf der Indus-Agenda, ja, dass man sich jetzt damit auseinandersetzt. Gucken wir uns mal
die Beteiligungsgesellschaften in Deutschland an und wer da passend als Übernahme wäre. Das ist jetzt nicht der Fokus. Nein. Okay. Dann ein Punkt, vieles Thema, das uns auch sehr beschäftigt seit 3 Jahren, die virtuelle Hauptversammlung. Sie haben ja, wenn ich es richtig im Kopf, eine Präsenzveranstaltung bisher gemacht. Da kommt jetzt die Frage, ob man denn zukünftig plant, für Aktionäre, die nicht vor Ort sein können, auch einen Livestream anzubieten im Internet. Ob das möglich wäre. Ja, das mit dem Livestream, das ist eine viel diskutierte Idee und die wird jedes Jahr auch nochmal ausgewertet. Wir haben einen sehr treuen Aktionärskreis, der diese Live-Veranstaltung sehr schätzt. Also wir haben 300 bis 400 Leute, weil manchmal mehr, die vor Ort dabei sind. Und der Livestream wäre tatsächlich nur für eine Handvoll. Ja, und deswegen haben wir das eigentlich so nicht konsideriert. Kann aber sein, dass wir da irgendwann nochmal überlegen, einen Livestream anzubieten. Aber das ist eben so. Ist so die Frage, wie sich auch da die Entwicklungen zeigen. Aber Sie können schon die Rede des Vorstandsvorsitzenden und des Aufsichtsratsvorsitzenden auf der Webseite einsehen. Das zeigen wir. Okay. Gut, dann ja die Frage, ich glaube nicht zu ernst gemeint, Aurelius übernehmen. Ich denke, da hört der Dr. Dirk-Markus noch ein Wort mitreden. Das glaube ich, ist nicht wahrscheinlich, nicht sehr wahrscheinlich, aber Sie haben die Frage schon beantwortet, dass eine Übernahme von der Beteiligungsgesellschaft in Frage käme. Gut. Dann sind wir, soweit ich das sehe, durch. Gibt es denn noch Fragen? Falls ja, nutzen Sie jetzt die Gelegenheit. Ansonsten würde ich zu den Schlussworten übergehen. Stellen Sie gerne noch Fragen. Haben wir Zeit. Ich sehe nichts mehr. Ah, da. Nettoverschuldung EBITDA, wo ist denn die Schmerzgrenze, wird die Frage noch gestellt. Also Sie haben ja vorher, glaube ich, schon die Grenze genannt, aber ja. Schmerzgrenze. Ja, vielleicht also zwischen ja, Schmerzgrenze, zwischen 2 und 2,5 fühlen wir uns wohl, zwischen 2,5 und 3 fühlen wir uns nicht weniger wohl. Und da würde ich sagen, 3 ist vielleicht die Schmerzgrenze. Aber da muss ich nochmal den CFO morgen fragen. Das ist so aus den Erzählungen, ist das meine Interpretation, aber das ist eigentlich so, was wir nach außen auch kommunizieren, ja. Mhm. Okay, gut. Dann, welchen Aktienkurs sehen Sie denn oder würden Sie gerne sehen am 31.12. dieses Jahres? Ja. Also das ist immer die Frage, die darf ich ja so nicht, ich darf ja die Indus selber jetzt nicht werden, aber zumindest einen der Kurse, den die Analysten voraussehen, ist doch schön. Okay. So, ist auch nicht schön, dann hängen die Trauben so hoch fürs nächste Jahr. Das ist auch immer ein Thema. Gut, dann würde ich sagen, ja, sind wir am Ende angelangt. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen allen sehr Spaß gemacht, es hat Informationen für Sie gebracht, Ihre Fragen wurden beantwortet. Falls nicht, von meiner Seite, ich stehe natürlich gerne zur Verfügung, auch im Nachgang der Veranstaltung. Ich denke, Herr Sanatsch wird das auch sicherlich machen. Und klar. Der Stelle natürlich, bevor ich dann Ihnen die Schlussworte übergebe, das Wort erteile, Frau Sanatsch, nochmal ja, bedanken für die Teilnahme. Danke an Sie, dass Sie, Frau Sanatsch, dass Sie dabei waren, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier mit uns die Veranstaltung durchzuführen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das vorzubereiten und dann auch die Präsentation gehalten haben. Ich denke, es war ein gelungener Abend. Ich habe einige interessante Infos für die Teilnehmenden und auch für mich, ehrlich gesagt. Und ja, darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen allen zusammen und ja, eine schöne Woche und wichtigste, bleiben Sie gesund und es würde mich freuen, wenn wir Sie dann auch bei der nächsten Veranstaltung begrüßen dürfen. Ich glaube, die ist morgen gleich mit meinem Kollegen Herrn Petzelberger, der die Economy zu Gast hat. Und ja, dann darf ich Ihnen, Frau Sanatsch, noch das Schlusswort erteilen und Ihnen allen einen schönen Abend wünschen. Ja, vielen Dank, Herr Bauer, dass wir Teil dieses Formats sein können. Und es macht, hat wie letztes Jahr auch sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich Sie alle so nicht sehen kann, sage ich Ihnen schon mal jetzt einen schönen Abend und zögern Sie nicht, weitere Fragen an investor.relations@indus.de zu stellen oder Material anzufordern. Und das nächste Event bei uns sind dann die Q2-Zahlen am 13. August. Und vielleicht schauen Sie sich die dann auch nochmal an oder Sie gucken
auf unseren Newsletter, wenn Sie ihn denn haben, registrieren sich dafür. Vielleicht kommt ja auch mal ein Update zu einer Akquisition. Und ja, vielleicht sieht man sich auch auf der Hauptversammlung. Oder Sie folgen uns auf LinkedIn. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Ja. Gut. Damit sage ich schönen Abend. Und Sie sind ja bereit, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für die vor den Tagesthemen noch was zu essen vielleicht. Ja. Dann schönen Abend alle und ja, schöne Woche und bleiben Sie gesund und wohlgesonnen. Danke. Tschüss.